Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Zum einen gucken wir uns an, warum die Börse Because nun zu einem der größten Player der Bitcoin-Gemeinde werden kann. Außerdem gucken wir uns an, wie die Nutzerzahlen des Wallets der Blockchain Inc. weiter ansteigen. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch ein Urteil, das gegen den CEO der Firma Mr. Gox bzw. der Bitcoin-Börse nun verhängt wurde. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das allererste Thema an und hier gibt es schon mal das erste Highlight, wenn man das so nennen möchte. Und zwar hat das Startup Because nun eine Nasdaq-Lizenz erhalten und wird also ab dem ersten Halbjahr 2019, das heißt also noch in Q1 bzw. bis Ende Q2 dann nun anfangen mit der Engine der Nasdaq zu arbeiten. Das heißt also hier eine Handelsplattform aufzubauen. Das ist ziemlich beeindruckend, denn dort bzw. dadurch kann Because innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit in einem extrem kleinen Markt agieren. Wir haben zwar in Bezug auf Kryptowährungen einen ziemlich großen Markt aus meiner Sicht, aber wenn man sich gerade die Konkurrenz auf dieser Ebene anguckt, gerade auf der regulierten Ebene, da wird man relativ schnell feststellen, dass es hier nicht so viel Konkurrenz tatsächlich gibt. Und Because geht hier die ersten Schritte, vor allem deswegen, weil sie nun diese Lizenz der Nasdaq bekommen haben und die Engine von ihnen benutzen werden. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass Because hier einen relativ straighten Weg genommen hat. Das heißt also, sie haben 2013 sich gegründet und haben damit noch das Ziel verfolgt, Kryptoderivate anzubieten. Dann ging es weiter. Das heißt also, sie haben eine Mining Farm aufgebaut und wurden damit quasi zum größten Anbieter in ganz Nordamerika. Und dann ging es weiter, denn sie haben sich natürlich damit nicht unterkriegen lassen. Sie wollten weitermachen, sie wollten das ganze Thema weiterentwickeln. Und das, was sie dann gemacht haben, ist nun mit der Nasdaq auch in den Austausch zu gehen. Und damit werden sie dann auch zukünftig durchkommen. Das bedeutet also, dass sie sich in der ganzen Finanzinfrastruktur halt weltweit wiederfinden werden. Mit der Lizenz haben sie die Möglichkeit, als Big Player unterwegs zu sein. Damit haben sie natürlich auch unendlich viel Potenzial, institutionelle Anleger und Investoren durch diese wahrgenommen zu werden und dass diese natürlich auch investieren. Das ist also sehr, sehr interessant und dort gibt es dann natürlich auch enorm. Sagt auch Folgendes: Wir haben großen Respekt vor der Marke Nasdaq und fühlen uns geehrt, dass wir diese robuste Plattformen zugeschnitten auf unsere Märkte als Grundlage unserer Technologie einsetzen können. Und das ist nun mal wirklich eine große Nachricht. Wir haben gerade in Bezug auf Regulierung und so weiter nicht so viele wirklich positive Meldungen in der letzten Zeit wahrnehmen können, denn die meisten Unternehmen drücken sich eher davor, sich regulierenden Maßnahmen zu unterwerfen. Das ist ja auch richtig so. Ja, wir haben ja, wenn wir uns das White Paper angucken, das ursprüngliche, da geht es sowieso eher darum, dass der Bitcoin dezentral genutzt wird, ohne in irgendeiner Art und Weise reguliert zu werden. Und das Ganze wird ja immer weiter aufgebrochen. Das hat auch den Vorteil, dass wir natürlich dadurch weitere Mittel bekommen werden, die in den Markt gepumpt werden. Sicherlich weiß niemand, ob das passiert und wann das passiert. Es könnte sicherlich auch dazu kommen, dass wir nun erstmal einen Kursabfall miterleben werden und dass es danach vielleicht weitergeht. Wir sind sehr, sehr gespannt, was passiert, aber auch diese Nachricht ist jedoch eine sehr positive, denn Because zielt, wie gesagt, auf institutionelle Anleger ab und möchte damit also auch ein Markenumfeld bzw. ein Marktumfeld quasi einnehmen, was davor noch nicht eingenommen wurde durch irgendeine große Firma. Als zweites Thema haben wir das Thema Bitcoin-Adaption. Ich glaube, auch ein sehr interessantes Thema. Darüber haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gesprochen. Denn es ist halt sehr, sehr problematisch, den Bitcoin in der Öffentlichkeit zum heutigen Zeitpunkt zu nutzen. Es gibt zwar immer wieder irgendwo Orte, Läden, Shops und so weiter, wo ich Kryptowährungen nutzen kann, vor allem den Bitcoin. Aber das ist tatsächlich noch nicht wirklich verbreitet. Und der erste Schritt ist natürlich, dass ich Kunden gewinne bzw. die Bevölkerung gewinne, die also Konten eröffnen.
geöffnet. Konten ist natürlich relativ, das heißt also ihre eigenen Wallets aufmacht. Das ist alles natürlich kostenlos und das Unternehmen Blockchain Inc. bietet diese Möglichkeit und sie haben alleine im Jahr bzw. seit 2018 knapp 48% an Wachstum wahrgenommen. Das heißt also 48% mehr Menschen, die nun angefangen haben, sich ein Wallet einzurichten. Insgesamt hat Blockchain Inc. nun knapp 34 Millionen Wallets auf ihrer Plattform generieren lassen und das ist natürlich schon eine ziemlich große Zahl. Alleine seit 2012 sind das knapp 1 Million% Steigerung und wenn man das natürlich alles mal ein bisschen vergleicht miteinander, das heißt also gerade wenn wir uns hier auf das Thema Mastercard und so weiter fixieren, dann merken wir, dass es extreme Potenziale noch gibt in der Zukunft. Das heißt also, wenn wir Mastercard und Visa nehmen, dann haben wir hier knapp 644 Millionen und 723 Millionen Kreditkartennutzer. PayPal weist 235.000 aktive Benutzer auf und Blockchain Inc. in dem Fall also nur 34 Millionen. Heißt also auch, dass wir hier wirklich eine große Chance haben, noch zukünftig weiter zu wachsen. Was man natürlich hierbei erwähnen muss, ist, dass es nicht 34 Millionen Menschen in dem Fall sind, sondern 34 Millionen Wallets, die generiert wurden. Jeder kann natürlich mehrere Wallets über diesen Dienstleister quasi anlegen und kann diese natürlich parallel benutzen. Einige sind natürlich auch vielleicht verloren gegangen, weil jemand den Private Key verloren hat und so weiter. Also all das muss man hier sicherlich erwähnen, denn das sind keine 34 Millionen Nutzer, die hier tatsächlich Kryptowährungen in irgendeiner Art und Weise auf einem Wallet liegen haben, jedenfalls nicht bei Blockchain Inc. Außerdem, und das ist sehr, sehr interessant, gab es das Unternehmen Paxful, die sich nun damit auseinandergesetzt haben, wie es zu diesem Wachstum eigentlich kam. Das heißt also, 2018 hat Paxful ein Team nach Afrika geschickt, beziehungsweise auf den afrikanischen Kontinent, um herauszufinden, warum in dieser Region das Wachstum überdurchschnittlich hoch war, denn dort haben sie tatsächlich 225% plus erlebt. Und nachdem sie in den Austausch gegangen sind, haben sie mitbekommen, dass die Einheimischen tatsächlich Bitcoins nutzen, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Und sie nutzen das Geld natürlich auch, um grundsätzlich Überweisungen zu tätigen. Das heißt also, man sieht hier auf jeden Fall, dass Not erfinderisch macht, wenn es gerade um das Thema Hyperinflation und so weiter geht, wie zum Beispiel bei Venezuela, Simbabwe und so weiter. Dort nimmt man den Bitcoin tatsächlich auch als Absicherung, denn die Volatilität, die wir dort sehen, die ist deutlich geringer als das, was wir an Wertverlust haben durch die Inflation. Und da entscheiden sich natürlich die Bevölkerungen, die die Möglichkeit dazu haben, lieber das ganze Kapital abzusichern, dadurch, dass sie Kryptowährungen nutzen. Also auch hier sehen wir, dass das ganze Thema weitergetragen wird. Es wird größer, gerade in dem Moment, wo die Not am größten ist, werden die Menschen, wie gesagt, erfinderisch und nutzen Services wie zum Beispiel das Wallet von Blockchain Inc., um ihre Kryptowährungen zu verwahren, um zukünftig kein Kapital mehr zu verlieren. Ich glaube, dort geht es ums nackte Überleben in Anführungsstrichen, denn das Kapital, was dann weg ist, weil es nichts mehr wert ist, das tut natürlich gerade in Afrika besonders weh. Zu guter Letzt gucken wir Richtung Mr. Gox. Und zwar war Mr. Gox ja quasi das größte Bitcoin-Unternehmen, die größte Bitcoin-Börse, die es gab. Und 2014 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Und nun wurde der CEO, der Chef Mark Karpels, nun selbst verurteilt. Wir haben in der Vergangenheit schon miterlebt, dass der Gründer, beziehungsweise Gründer ist er ja nicht wirklich, er hat das Unternehmen übernommen, aber dass der CEO hier nun vor einigen Vorwürfen stand, seitdem es zu dem Hack kam. Und hier ging es vor allem darum, dass man davon ausging, dass er daran beteiligt war, dass das ganze Kapital weg war, denn insgesamt wurden 850.000 Bitcoins tatsächlich geklaut. Davon sind knapp 200.000 wieder aufgetaucht und konnten an Gläubiger und so weiter zurückgegeben werden. Nun wurde tatsächlich der CEO aber verurteilt zu einer Bewährungsstrafe wegen Dokumentenfälschung und das Ganze wurde von einem Gericht in Tokio nun entschieden, denn er hat Manipulation von Firmenaufzeichnungen begangen. Das heißt also, er hat hier einige Daten gefälscht und das ist natürlich nicht gut. Man hat sowieso mitbekommen, dass das Unternehmen kein strukturiertes Unternehmen war. Der 33-jährige Franzose hatte von dem ganzen Thema
Thema nicht wirklich viel Ahnung. Sicherheit wurde nicht groß geschrieben, obwohl hier wirklich mit enorm viel Kapital zu dem Zeitpunkt knapp 500 Millionen US-Dollar allein in Bitcoins gehandhabt wurde oder dass man damit das ganze Vermögen hätte verlieren können. Das haben die Leute wahrscheinlich nicht geglaubt, aber tatsächlich ist es nun mal so gekommen. Es gibt viele Gläubiger, die immer noch heute Gläubiger sind von Mr. Gox, denn sie haben niemals ihr Kapital wieder zurückbekommen und wahrscheinlich wird Mt. Gox auch niemals oder Mr. Gox niemals wieder aufgebaut werden. Eine sehr dramatische Geschichte, die wir hier erlebt haben, aber letztendlich hat tatsächlich auch der CEO, weil er einige Fehlentscheidungen getroffen hat, eine Strafe, die er nun absitzen muss, was ich also sehr, sehr positiv finde, denn ja, jemand, der illegale Dinge tut oder nicht erlaubte Dinge, sollte dafür auch bestraft werden. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.